Seid ihr noch da? Okay, dann jetzt fertig machen zum Hüpfen. Alle hüpfen, Freunde. Ab jetzt, gehen wir! Alle! Denn du bist leider zu gefährlich. Da bin ich viel zu ehrlich. Es wäre falsch zu bleiben, die Nacht mit dir zu teilen. So Leute, alle Hände nach oben. Ausnahmslos die Hände nach oben. Eine Frage, wo sind die Österreicher? Wo sind die Schweizer? Und wo sind die Baden-Württemberger? Wahnsinn, super. Alle Hände ausnahmslos nach oben. Alle eine Hand nach oben und alle winken. Herrlich, oder? Das erinnert mich an meine ersten Überraschungsurlaube in Polen und Frankreich. Da gingen auch alle Hände ausnahmslos nach oben. Aber damals brauchten wir wenigstens nicht so scheußliche Musik dafür. Oh, meine Güte, dieser weißwurstige Klatschkasper singt ja noch schlechter als ich male. Hä? Armes Deutschland. Aber alle reißen gehorsam den Arm hoch zum Gruße, egal wer da steht und brüllt. Genauso heute wie in der guten alten Zeit. Ach ja, es ist schon schön zu sehen, wie sich manche Dinge einfach nicht verändern. Selbst wenn man sich zwischendurch mal ein paar Sabbatjahrzehnte gegönnt und ein bisschen die Seele hat baumeln lassen. Aber dieser gottgelaunte Reichsparteitagsstadel aus der arischen Arrhythmie-Alpenfestung hier zeigt doch, dass wir immer noch stolz sein dürfen auf unsere jungen deutschen Zuschauer. Hm? Blind wie Maulwürfe, taub wie Nüsse und dumm wie Toastbrot. Ungetoastet. Ja, und außerdem ist das ein pazifistisch liebevolles Signal an die ganze Welt. Denn von diesem Volke geht wirklich keine Gefahr mehr aus. Außer Blödheit und beschissenes Fernsehen. Ein Hoch auf das, was vor uns liegt. Es ist das Beste für uns gibt. Ein Hoch auf das, was uns vereint. Auf diese Zeit. Dankeschön! Servus, Baba, und auf Wiedersehen zur Silvester-Show am Silvesterabend. Stadelshow am 31.12. live aus Linz. Da freuen wir uns drauf. Schalten Sie wieder ein. Es war ein sehr, sehr schöner Abend. Danke fürs Zusehen. Fußet gut, du bitte nur den Miteinander. Bis zum nächsten Mal. Servus. Baba. Dankeschön. Ciao. Dankeschön. Dankeschön. Das war der Stadel. Wir sind jetzt da, denn mir ist übel. Und ich krieg die Achröhren. Das war ein schön kann man nicht sagen, Abend, ja doch, Abend war es. Ein sehr, sehr Abend auf jeden Fall. Dankeschön! Oh mein Gott, Mensch, mir fällt gleich der Bart ab. Kannst du eigentlich nichts anderes schreien, als immer nur Dankeschön! Du brüllender Babybell-Brummkreisel. Na und? Sei froh, dass meine Antidepressiva noch wirken. Hm? Ich weiß wenigstens noch, wie ich heiße und wann Silvester ist. Ja, das weiß ich sonst auch. Ich hatte nur eben gerade so eine mentale Sperre aus Selbstschutz, weil da doch wieder diese furchtbare Sendung läuft, von der ich immer Ausschlag- und Panikattacken kriege. Mein Gott, wie heißt die denn nochmal? All diese laute, vergrützte Drogenparty-Scheiße, wo nichts klappt und die keiner sehen will. Du meinst die Startshow? Unsere Sendung hier? Was? Ach, das ist unsere? Yeah. Oh Gott, nein. Oh Mann, das hatte ich doch wieder völlig verdrängt gerade. Oh, ist das alles furchtbar. Ich schäme mich so. Dankeschön. In eine Show, die sich selbst den Arsch absägt, die sie seit Jahren trägt. Geh ihr nie wieder hier. Ja, exakt, Bruder Eierwärmer, ja? Lieber geh ich hier zur Abendspeisung ins Oberbayern, aber nicht nochmal in diesen Stadelscheiß. No way. Du sag mal, auf diesem Mallorca, bist du da eigentlich immer noch König, hä? Also könnte ich da nicht in den Seniorenstiften zum Nachmittags-Sangria so ein paar kleine Rock'n'Roll-Later-Shows machen, hä? Tutti Frutti mit Timothy, ja, oder Tote Lippen soll man küssen, you know, also Hauptsache nie wieder hier. Ja. Ich will auch mitmachen, also. Auf Wiedersehen, Baba, Bubu und bye-bye. Wir sehen uns wieder zur Silvester-Show.
an Silvester, glaube ich, ja. Und alle unsere heutigen Gäste sind dann auch wieder mit dabei, weil wir die mit Knebelverträgen schon fest gebucht haben. Für die gibt's kein Entkommen. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Was? Never ever, ey. Lieber gebe ich mir die Kugel. Na, auf keinen Fall. Das wäre mein Untergang. Ich habe immer eine Zyankali-Kapsel unter der Mütze. Die schluck ich vorher. Und ich zünd mich an. Babaluba, bla, bam, boom. Was für Feiglinge. Für sowas hab ich kein Verständnis. Also ihr seid ja ein Eins, wenn ihr hier auch bei uns bei Astro CV seid. Das heißt, farblich immer aufeinander abgestimmt. Kannst du sagen, wie viele Hemden und wie viele dazu passende Jackets du hast? Also ich sag mal, jetzt hat er 22 Hemden im Schrank, in jeder Farbe. Kauft ihr die auch mit dir zusammen ein oder bist du schon diejenige, die loszieht? Der wartet vor der Tür und ich kaufe dann. Ah. Also ich bestimme die Farben und wie das Hemd sein soll, das mache ich schon. Mhm. Weil Luke war früher, wo ich ihn kennengelernt habe, der hat nur eine Hose gehabt und ein Sweatshirt. Und das war grau mit Karos vorne drauf. Das war potthässlich. Und seine Mama hat dann damals zu mir gesagt, Gott sei Dank hat er endlich mal eine Frau, die den ein bisschen stylt und dass er endlich mal ein Hemd anzieht. Ja, das stimmt. Hat Mama gesagt, ich bin auch froh, dass er endlich mal ihren Pullover zurückbekommen hat, mit Karos drauf. Aha, ja, das heißt also, wenn ihr mal auf Shoppingtour seid, dann geht der Luke gar nicht mit rein in die Geschäfte, sondern da wird der schön draußen angebunden mit der Leine. Ne? Die meisten Läden haben ja auch schon so gemalte Bilder an der Tür wegen ihm. Ne? Wir müssen draußen bleiben, Hunde, ne? Also, Hunde meistens rauf auf die Bilder. Ja, wer kann das denn auseinanderhalten? Ja. Und jetzt mecker auch nicht, sondern sei froh, dass ich dich überhaupt mit rausnehme. Ne? Sonst lasse ich dich nämlich wieder im Kofferraum. So wie früher. Ja, nichts mehr. Ja, früher hatte der Luke nur eine Hose, keine Unterwäsche, keine Schuhe oder Socken, nur die Hose. Wegen Hello Kitty Pullover von seiner Mutter und so ein altes Körbchen und ein Katzenkuhl. Ja, dann muss ich mir teilen, ne? Mit Struppi. Das ist mein Bruder, warte. Jetzt hat Luke, unser kleiner Dressman unter den Trickbetrügern, wirklich 22 Hemden in allen modernen Farben. Ja, genau. In Ferkelrosa, Dünnpfiff Umbra, Hornhaut Ocker, Nagelpilz Gelb, Wundschorf Braun, Kimme Dunkel. Zu jedem Beschiss die richtige Farbe. Ne? Aber nur eine Hose. Ja, weil ich mir jetzt nicht mehr aufschwatzen. Ne? Nee. Und auch keine Unterwäsche. Ne? Also, obwohl, in der Regel habe ich so Unterhose. Mir auftätowieren lassen. Ja, also ich muss sagen, ihr seid so ein wunderbares Traumpaar, ihr beiden. Darum lieben euch die Zuschauer auch so sehr. Und verratet unserem Publikum doch noch zum Abschluss euer Geheimnis für eine gute Ehe. Lorelei vielleicht. Sag, was meinst du? Ja, ganz viel Liebe, ne? Ganz geringe Ansprüche und wenig Geruchssinn, würde ich sagen. Und, also ich meine, man braucht auch auf jeden Fall ein dickes Fell, ne? Ja. Weil der Alkohol, ja, also sehr viel Alkohol auch, weil sonst ne, heißt es auch. Und viel Geduld und kann es halt immer hören und sagen, ja, ist gut. Also, und dann man muss man einfach denken, weil es dann irgendwann, ne, Kreise, das liegt dann. Irgendwann, da kriegst du man halt so, wenn sie es gar nicht merkt, ne, also gar nicht, muss ich, ja, voll, ne, hab nichts dran, ne, hab die lieb.